Und vor allem sind da, ja, wir könnten mal schauen, ob das über die Straßen etwas ungefährlicher ist. Wenn wir uns wirklich also sehr streng an die Straße halten. Es ist ja zum Beispiel auch einer der Tipps im Ladebalken, ne? Um unerfreuliche Begegnungen zu vermeiden, bleibt auf der Straße. Schauen wir mal, ob das hier auch hilft. Und hier sitzen überall die Großen rum. Flammkriecher. So, ich bleibe hier auf der Straße. Gut, ich habe die Kegelmuschel angeklickt. Ich weiß nicht, was ich gebracht habe, aber ich habe es angeklickt. Ja, das ist halt jetzt einmal ein bisschen Umweg. Aber es ist halt ein Wissen, das ich als durchaus hilfreich betrachte, wenn wir hier jetzt öfter in dem Gebiet unterwegs sein sollten. Und einen kürzeren Weg sehe ich hier nicht wirklich. Aber so ist es halt immer noch sinnvoller, als da quer durch die Nagergebiete zu reiten. Hier gibt es jetzt auch. Achso, das wird wieder die PvP-Quest sein. Ja. Und da drin. Ja. Wahrscheinlich ist Mack schon angekommen. Ja, genau, hier ist Mack. Läuft alles nach Plan? Ja, ich bekomme wir Weltquests. Es war mir ein Vergnügen. Wenn ihr uns braucht, blast in die Muschel. Ja, Blasen kenne ich mich mit aus. Okay, es sind blaue Quests erschienen. Also tägliche Quests. Geht euch etwas durch den Kopf? So, Freunde werden. Eine unserer mutigen Kelfin, ach, einige haben sich gemeldet, bei meinen Abenteuern mitzumachen, weil ich einen Freund brauche. Jeder von ihnen hat andere Interessen und wird täglich verschiedene interessante Gelegenheiten auf eurer Karte markieren. Verwendet die Muschel und wählt einen Freund aus, wenn ihr bereit seid, Nasiata zu erkunden. Wählt weise, ihr könnt täglich nur einen Freund auswählen. Benutzt sie, wählt einen Verbündeten und schließt drei tägliche Quests ab. Bleibt wachsam! Und dafür gibt es dann auch prismatische Perlen. Und es gibt noch andere tägliche Quests. Aber erstmal will ich mir hier meine Freunde anschauen, die verfügbaren. Telefonhörer abnehmen. So, Neri Schafene, die kennen wir ja schon. Sie wird so lange gegen die Naga kämpfen, bis alle befreit sind. Sie hat Tiefenzähne, moderater Schaden. Später wird Schaden dazukommen und desorientieren. Und verringert den Radius, in dem wir entdeckt werden, und macht uns schneller. Und erhöht den Schaden, den wir mit kritischem Treffer verursachen, wenn aufgelevelt wird. Dann haben wir Poen Kimbrak. Er macht Frostschaden. Außerdem erschafft er einen Sturm, der Verbündete heilt und Gegnern Frostschaden zufügt. Und dann etwas, was bewegungsunfähig macht und Frostschaden verursacht. Außerdem haben wir aber noch Wimsalzherz. Verursacht körperlichen Schaden, provozieren einen Gegner. Ah, provozieren hört sich an wie. Dass das der ideale Begleiter wäre für Caster zum Beispiel, dass er dann tankt, betäubt Gegner. So. Ich würde sagen, Neri, die würde ich hier an dieser Stelle mal machen. Die kennen wir schon am besten. So, Verbündeten gewählt.
Gut, sie ist nicht gekommen. Nehme ich dann einfach hier so die Quest an, die es hier so gibt. Ihr seid ein erfreulicher Anblick. Abgefallene Tankknospen sammeln. Gibt's Kriegsressourcen? Das ist schon mal gut. Auf. Erwartet ihr Pauken und Trompeten? Was mein ist, ist euer. Dann brauchen wir Rohstoffe überall in Nazerta. Mal sehen, was ich so besorgen kann. Das ist ja sehr präzise. Willkommen, Landbewohner. Und wir halten Seetang. Euch den Rücken frei. Hat man nicht schon mal Seetang? Ne, Tankknospen. Neri ist die ganze Zeit da. Sie gibt mir aber keine Quest. Ist es dann wirklich so, dass ich einfach die da drinnen aus der Höhle mache? Eines Tages werden wir von allen Fesseln befreit sein. Oh Gott, was ist da alles erschienen? Himmel, Arsch und Zwirn. Seht ihr etwas Nützliches? Uralte Relikte. Findet Schätze in Nazerta. Haltet immer Ausschau nach Vorräten. Einfach mal annehmen. Seerstein benutzen. Und jetzt gibt es dadurch, ich sehe halt schon einen, da ist irgendein versteckter Schatz. So, Quests, jede Menge. Ja, ich will mal kurz hier ein bisschen aufpassen. Ja doch, das ist auch hier. Ich glaube, das ist alles hier, was ich da sehe. Also ich hatte schon ordentlich ausgeblendet. Die ewige Sonne leitet uns weiterhin. Einen Verbündeten auf Rang 3 bringen. Die Horde gibt uns Stärke. Natürlich macht sie das. Da ist die PvP-Quest. Ja, was wollt ihr? So, Gerüchte von Megagon. Trefft euch mit Gratzlove am großen Siegel. Seid vorsichtig da draußen. Und hier gibt es auch noch Sachen. Den Kopf von Inquisitor Itriza mit 3 Leuten sollte man das machen. Ja, wie gut? Oh. Ja, das kann überaus spannend werden. Hier gibt es dann auch noch irgendwas. Aber das liegt hier alles rum. Ne? Hier gibt es dann schon Weltquests, die hatten wir freigeschaltet. Ja, die Schätze können wir machen. Ich will aber kurz erst was anderes machen. Das ist mir, glaube ich, am wichtigsten. Gerüchte von Megagon. Das heißt, wir versuchen jetzt unser Portal zu finden, das hier drüben ist. Und hier sieht man, wie sich das verändert. Ne? Als wir ankamen, war es ganz leer. Jetzt ist hier jede Menge Leben in der Bude. Aber das ist jetzt, glaube ich, hier so ein bisschen ja, das neue Gebiet, wo man tägliche Quests macht, um mit Freunden dabei und prismatische Perlen sind jetzt ganz wichtig. Das ist wahrscheinlich etwas, was ich außerhalb von Aufnahmen machen werde, weil das dann doch über die Dauer immer dasselbe sein wird. Und das ist halt langsames Aufrüsten des Charakters, das will ich hier nicht unbedingt machen. Aber mit dem letzten Patch kam ja nicht nur Nazerta dazu, sondern auch Megagon. Und deswegen will ich ganz gerne, weil das dabei stand, mich mit Gaslofte treffen. Der das wohl auch interessant findet. Tiragard? Ich weiß nicht, Boss. Klingt riskant. Deswegen kommt die Crew nicht mit. Zumindest, bis wir mehr wissen. Hey, sucht ihr Arbeit? Ja, vielleicht. Ich hab noch mehr auf Lager. Ich hab einen Vertrag mit eurem Namen drauf. Ich habe aber noch nicht unterschrieben. Nee. Mit Kratzlof am verlassenen Schrottplatz im Tirigadesund. Mehr Risiko bedeutet mehr. Das hier muss flutschen, Skagit. Nur ein paar Leute. Tarnkappenschrauber, keine Fehler. Die anderen Schmiermaxen kriegen einen bezahlten Urlaubstag. Alles klar, Boss. Neue Befehle.
Ladet den Rest ab und holt euch euren Lohn ab. Amüsiert euch in der Stadt. So, wie kommen wir da am sinnvollsten hin? Warum gibt es denn da eine Quest? Spannend. So, im Tirigadesund muss ich da wahrscheinlich ein Schiff nehmen. Tirigadesund. Ja, schön. Schiff und dann quer durch. Machen wir. Ja, wäre ich jetzt nochmal zum Schiff gekommen. Sprecht los! Sandala für immer! Ach, guck mal. Tiefseesatär. Habe ich nicht vorhin gesagt, das brauche ich nicht und habe es verkauft. Habe ich anscheinend irgendwo noch weiteres gesammelt seitdem. Ja, und rechts jede Menge. Also vor allem dieses Requisition, das nimmt ja unheimlich Platz mit. Ist das da vorhin, was ich so einmal angeklickt habe? Kegelmuscheln, ne? Hatten wir, glaube ich, angeklickt. Und dafür brauchen wir eine für die Quest. Ne? Kegelmuschel. Da hatte ich halt die Quest noch nicht und habe einfach mal was angeklickt. Unsere gute Kapitän. Nicht ins Wasser fallen, bitte. Hier, dich kann ich schon mal abholen. Konnten wir noch weiter? Nennt mir einen Namen. Nee, können wir nicht. Lasst sie büßen. Irgendwas Neues, Spannendes an Missionen. Was ist denn das für eine? Da wird irgendwas drin sein. Aber wahrscheinlich werde ich die nicht hoch genug. Oder nur für sehr viele Kosten. Nee, brauchen wir jetzt nicht. So, Nessunus steht doof rum, macht nichts. Ach, guck mal, noch eine Quest. Die vermisste Besatzung. Dadurch bekommen wir einen neuen Anhänger. Das finde ich eigentlich recht interessant. Jetzt will ich nochmal lesen. Achso, nehmt. Oh Gott. Das Portal von der Halle der Uralten nach Nasiatar. Das ist optional, da sind wir, glaube ich, schon, ne? Wenn das mal ein bisschen genauer erklärt. Achso. Der Halle der Uralten fahrt nach Nasiatar, das ist optional. Und die sind dann wo? Ah, okay. Wahrscheinlich müssen wir es doch machen. Ich mache aber jetzt erstmal dann Tirigadesund. So viele Sachen. Und, weiß man gar nicht, an welcher Stelle fängt man jetzt am besten an. Das wird sich wahrscheinlich irgendwann im Laufe der Zeit dann normalisieren. Aber wir haben ja zusätzlich zu den täglichen Quests, die es jetzt in Neuheim gibt, gibt es halt auch noch die ganzen Story-Sachen und dann ja, stehen rechts tausende von Sachen und man denkt, das werde ich niemals schaffen. So, ich würde dann sagen, wir folgen einfach der Straße und biegen dann irgendwo, ja, hier kommen wir auch noch lang. Was ist denn hier? Achso, das ist. Ah ja, jetzt wird ich quasi wieder in die andere Richtung geschickt. Was so portalmäßig das Sinnvollste wäre. Bin ich hier richtig unterwegs? Halbwegs, glaube ich. Eigentlich erstmal jede Menge nach Westen.
Ja, jetzt hier irgendwo links abbiegen. Wir dürfen den Kuhl-Tiranern nicht erlauben, noch mehr Azerit-Munition herzustellen. Legt die Produktion dieser Gießerei still. Nö, keine Zeit und keine Lust. Mach doch selber. Hab gerade nämlich Wichtigeres zu tun. Natürlich hier aufpassen, wo wir reinlaufen. Weil hier könnte auch irgendwo wieder Alliant unterwegs sein. Hier wollte ich nicht lang. Warum ist hier eine Quest? Ach so, Freudenfeuer. Der Alliant. Nee, mache ich gerade nicht. Ja, eigentlich wollte ich hier nicht die Brücke nehmen, sondern die daneben. Dann korrigieren wir das doch hier. Ich will nämlich dem Hauptweg folgen, wenn ich hier im Feindesgebiet unterwegs bin. So, jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Und wir sollten auch die richtige Quest markieren. Das wird uns dann später behilflich sein. Ich will hier noch nicht quer durch. Ich will noch einmal über den Fluss vorher. Nehmen wir hier die Brücke, die von den Steuergeldern der Allianz bezahlt wurde. Wir wollen nicht da lang. Dann gehen wir doch lieber hier über den Fluss. Vorne gibt es einen Schatz und einen Rare. Und unschuldige Allianzler. Ja. Machen wir mal kurz. Wenn wir schon mal hier sind, denke ich nämlich immer noch, dass das nicht zu oft vorkommen wird. Und soll ich halt sagen, ja, nehme ich beim nächsten Mal, wenn ich hier bei Weltquests unterwegs bin, sammle ich das ein. Wird hier wahrscheinlich nicht passieren. Irgendwo hier ist eine Schatzkiste. Da. Hallo Hirsch. Was habe ich da bekommen? Da war doch noch irgendwas Zusätzliches. Seemannslieder Notenblatt. Wie entzückend. So, was gibt es denn hier für ein Wear? Krötenkiefer. Ist das der, den wir mit dem Paladin gemacht haben, der die ganze Zeit ununterbrochen rumschleudert? Werden wir jetzt rausfinden. Ja, er schleudert rum. Versucht das zumindest ein bisschen zu unterbrechen. Jetzt bräuchte ich eine Unterbrechung. Aber auf dem Krieger muss ich ehrlich sagen, der Schaden ist nicht existent. So, gut erledigt. Dann versuchen wir jetzt mal hier direkt in Richtung der Quest zu laufen. Das und schauen, ob uns da irgendwas in den Weg kommt. Ist das dieses Gebiet im Trigadesund, wo die ganzen Bots rumliefen? Das ganze mechanische Zeug, was bei Mechagon Sinn ergeben würde.
So, ja. Nehmen wir auch mit. Aus demselben Grund. Ach, der arme Bär. Tut mir ein bisschen leid. Ja, hat hier oben gemütlich geschlafen. Schön sich geregelt. Und dann kommt so ein blöder Taube und haut mich einfach kaputt. Das denken sie sich wahrscheinlich. So, jetzt sollten wir aber schon fast da sein. Ja, genau, hier waren damals die Bots. Es gibt da hinten eine Ware. Hey, hier drüben! Bleibt in Deckung! Ihr seid total gut versteckt. Euch wird hier niemand entdecken. Nicht in 1000 Jahren. Da ist mir zu viel Zeug unterwegs. Ich arbeite nur mit den Besten zusammen. Ach, die Allianz war vor uns da. Ja, ich komme mal mit hier in Deckung. Wartet darauf, dass die Allianz die Kammer verlässt. Sagt Bescheid, da kommt wer! Versteckt euch hinter dem Felsen! Bin versteckt. Prächtig! Das ist die größte Entdeckung unserer Zeit! Mechagon! Mechagon? Das ist doch nur ein Gnom-Märchen! Leise! Wie es sich für ein Unternehmen dieser Größenordnung gehört, werde ich es anführen. Ich fürchte, ich habe keinen Platz für euch in meinem Gyrokopter. Ihr müsst warten, bis Gila euch abholt. Ihr glaubt auch nicht, dass er Gila schickt, oder? Nie im Leben. Okay. Kauft ihr oder verkauft ihr? Das Geschäft brummt. Die Luft ist rein. Holen wir uns ein paar neue Accessoires. Ja, ich mache mal hier Tür auf. So, die Allianz müsste ja jetzt theoretisch noch hier drin sein, ne? Goblins? Schnell, zerstört die Maschinen! Bringt mir den Schreihalsbretz! Den quetschen wir aus. Haben wir gesichert? Wie, mach die anderen kalt! Wie sichern wir die Kammer? Indem wir rumlaufen. Gut. Hey, sucht ihr Arbeit? Jetzt müssen wir nur die schicken Gnom-Maschinen wieder zum Laufen bringen. Repariert die Maschinerie der Kammer. Mehr Risiko bedeutet mehr Gewinn. Ihr habt was gehört, Schmiermaxen. Bringt alles auf Vordermann, aber Dalli. So, hier wird repariert, indem man drauf rumhaut. Hey, Nugget, der Zwerg hier wurde von irgendwas übel zugerichtet. Gefahrenzuschlag bewilligt. Passt auf die Fallen auf. Hier wird aktiviert. Gute Arbeit. Sorgt dafür, dass die Elektrode unter Strom steht. Alles klar, Skaget. Die Alpha-Schwule mit dem Alpha-Pylonen. Verbinden. Okay, ich verlege Leitung, glaube ich. Ich stabilisiere die Schaltkreise. Soweit ich sehe, führt die Beta-Verbindung zur großen Maschine in der Mitte. Sind dran. Eine Ahnung, wie das funktioniert? Schwer zu sagen. Die Baupläne sind echt seltsam. Bei den meisten Sachen weiß ich nicht mal, ob sie überhaupt möglich sind. Wir haben Strom. Die Maschine ist startbereit. Gute Arbeit, Schmiermaxen. Das sieht total sicher aus, wenn man hier... Komme ich da... Nein. Ich würde nämlich sagen, da bekomme ich einen Stromschlag, wenn ich durchlaufe. Ich habe einen Vertrag mit eurem Namen drauf. So, du darfst mal das Gerät aktivieren. Ich habe noch mehr auf Lager. Kauft ihr oder verkauft ihr? Pah, für diese Gnom-Technologie fehlt euch der Grips, ihr Stümper.
Ich mag vieles sein, Gnömchen. Aber ein Stümper ganz sicher nicht. Okay, drehen wir mal richtig auf und sehen, was passiert. Das ist eine gute Idee, Ed. Was behalte ich jetzt am liebsten im Auge? Untertanen und Mitgnome. Für Generationen hat uns der Fluch des Fleisches zur Rückständigkeit verdammt. Aber damit ist Schluss. Endlich wird die Perfektion unserer titanengeschmiedeten Form wiederhergestellt. Die Würdigen werden mit mir in Mechagon von der Verderbnis der alten Götter geläutert werden. Tretet vor im Namen des Fortschritts. Gemeinsam werden wir unsere wahre Bestimmung erreichen. Ja, Mechagon ist der neue Dungeon. Inkompatible Einheiten entdeckt. Unwürdige Subjekte werden neutralisiert. Das bedeutet nichts Gutes. Ich hab ne Idee. Gib mir die Glob! Hey, Globschauge! Schaut mal hier! Puh, sieht aus, als hättet ihr es geschafft, Boss. Gut, dass wir einen von denen dabei hatten. Jetzt haben wir einen Hinweis, wo es als nächstes hingeht. Ha, das muss ich einfach auszahlen. Ja. Hat der Gnome doch noch was gebracht? Ich arbeite nur mit den Besten zusammen. Reitet den Himmelsschleicher der Schmiermatzen zum Hafen von Suldasar. Das Geschäft brummt! Ist das quasi mein Rücktransport? Klasse Idee, das mit dem Gnomenboss. Schade um die Crew. Zahlt ihren Familien die Lebensversicherung aus. Den vollen Betrag. Ohne zu feilschen. Geht klar. Sie werden es zu schätzen wissen. Das passt so gar nicht eigentlich. Wo steige ich denn hier ein? Nein, nicht angegriffen werden. Ich will hier einsteigen. Ah. So. Ja, tschüss. Dafür brauchen wir eine richtige Crew, Skaggett. Vorarbeiter, Ingenieure, Wachleute. Das volle Programm. Ich kümmere mich drum, Boss. Wenn man diese drei Fluggeräte da gesehen hat. Zwei mit Mini-Goblins drin. Und dann meiner mit dem mehr als fetten Tauren und dem großen Vieh, das die auch noch dabei hatten. Das hätte ich anders verteilt, eventuell. Aber solange wir ankommen, soll es mir egal sein, mit wem ich auf dem Ding sitze. Die Gewerkschaftler werden nicht gerade erfreut sein über die Überstunden. Wenn ihr das einen Anteil bekommt, sind die auch glücklich. Das Ding wird eine Riesensache. So, sind wir wieder in Suldasar angekommen. Hey, sucht ihr Arbeit? Ja, ich fühle mich ja auch wohl. Wenn ihr eine Crew braucht. Packen wir es an. Sorgt alles, was für eine Expedition nach Mechagon benötigt wird. Zurück an die Anschauen. Ja, in Suldasar bekommen wir alles, was wir brauchen. Gut, ich will nur das Beste. Lasst ruhig was springen dafür. Hier, Vorräte angefordert. Gewerkschaftsverhandlungen abgeschlossen und Rickett rekrutieren. Und das fängt da oben auf jeden Fall an. Dann würde ich sagen, wir haben... In dieser Aufnahmesitzung haben wir jetzt in Nazar Tower zumindest unseren Stützpunkt, von wo wir uns fortsetzen können. Und wir sind auch in der Mitte der Mechagon-Quest-Reihe, abgesehen davon von den zusätzlichen Sachen, die wir noch bekommen haben. Das werden wir dann einfach beim nächsten Mal angehen.
Für heute sage ich jetzt erstmal Tschüss und bin gespannt, was sich beim nächsten Mal alles ergeben wird.